Hallo, ich bin die Amina und gemeinsam mit dir würde ich gerne jetzt ein Yoga-Programm für Schwangere machen. Ja, die Übungen, die du in diesem Programm findest, sind wirklich vom ersten Tag bis zum letzten Tag deiner Schwangerschaft möglich. Das Programm ist entstanden mit einer befreundeten Hebamme. Ja, sie war zu dem Zeitpunkt, als ich sie kennengelernt habe, tatsächlich schwanger und dann haben wir uns zusammengesetzt und modifizierte Übungen, Yoga-Übungen ausgearbeitet. Und gemeinsam mit dir würde ich gerne jetzt loslegen. Am besten setzt du dich auf ein Kissen. Das ist immer wichtig, je nachdem, wie groß dein Bauch schon ist. Es ist immer wichtig, dass die Hüftgelenke eher oder die Knie eher unten sind, unterhalb von den Hüftgelenken, dass du genügend Raum und Platz hast. Dann schließ für einen Moment deine Augen, richte deine Wirbelsäule bewusst auf. Und nimm deine Atmung zunächst einmal einfach nur wahr. Versuche durch deine Nase ein- und auszuatmen. Und komme mit jedem Atemzug hier und jetzt an. Sei einfach die Beobachterin deiner Atmung. Noch 4 Atemzüge. Dann öffne langsam deine Augen, bring die Handflächen zusammen, atme ein, streck die Arme lang nach oben aus und ausatmen, öffne die Arme ganz weich zur Seite. Einatmen, strecken und ausatmen. Noch 2-mal einatmen und aus. Ein letztes Mal einatmen. Und ausatmen. Dann wechsle zwischendurch die Beine. Atme ein, zieh die Ellbogen weit nach hinten. Weite deinen Brustkorb nach vorne, oben und ausatmen. Streck die Arme nach vorne aus und lass den Rücken rund werden. Einatmen, zieh die Ellbogen nach hinten. Und ausatmen, nach vorne. Und nochmal einatmen. Und ausatmen. Ein letztes Mal. Und ein. Und aus. Dann lass die Arme vorne, verhake die Finger ineinander, atme ein, heb den Brustkorb weit nach vorne oben an. Lass deine Schultern ganz entspannt nach unten sinken. Ich werde das Ganze spiegelverkehrt zu dir machen. Das heißt, wir sind sozusagen von Angesicht zu Angesicht. Atme ein, ausatmen, neig dich nach rechts. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach links. Geh nur ganz leicht in die Seitneigung, ganz leicht. Es geht darum, dass du einfach was für dich tust und keine großen Bewegungen ausführst. Ganz kleine Bewegungen. Noch ein letztes Mal. Und dann langsam lösen. Beug deine Arme, platziere deine Handflächen an deinem Hinterkopf, zieh die Ellbogen nach hinten, atme ein, heb deinen Brustkorb weit nach vorne oben an. Ausatmen, schließ deine Ellbogen und zieh dein Kinn in Richtung Brustbein, um den Nacken zu dehnen. Halte den Rücken gerade, es ist jetzt nur der Kopf, der sich nach unten neigt. Ausatmen und einatmen, zieh die Ellbogen nach hinten, ausatmen. Und einatmen. Noch einmal ausatmen, dann lass den Kopf geneigt, die Schultern ganz weich. Dreh dein Kinn leicht nach rechts.
zur Mitte und nach links. Und dann wieder zur Mitte. Heb deinen Kopf nach oben an. Und dann zieh den Kopf nach rechts rüber und lass den linken Arm ganz locker hängen. Bring den rechten Ellbogen etwas nach hinten und zieh die Schulterblätter näher zueinander. Und wechsel die Seite in die andere Richtung. Bring den linken Ellbogen nach hinten, zieh die Schulterblätter näher zueinander und heb dein Brustbein nach vorne oben an. Und dann wieder lösen. Dann kreist deine Schultern. Und lass die Kreise immer größer werden. Setz deine Fingerspitzen auf deine Schultern drauf. Und zeichne große Kreise mit deinen Ellbogen. Und wechsle die Richtung. Und dann langsam lösen. Okay. Dann leg die Fußsohlen aneinander, richte deine Wirbelsäule ganz bewusst auf, wähl einen größeren Winkel. Ja, wenn du normalerweise also ein normales Yoga-Programm kennst, dann wirst du feststellen, dass wir hier ein bisschen anders arbeiten, weil wir hier keine sportliche Leistung erbringen wollen, sondern Übungen finden wollen, die uns gut tun in der Schwangerschaft, die dir gut tun in der Schwangerschaft und dir auch die Geburt erleichtern können. Greif deine Fußgelenke, richte deine Wirbelsäule ganz bewusst auf, zieh die Schulter nach unten und lass deine Knie nach außen fallen, ganz entspannt. Und dann versuche wirklich ganz bewusst jeden Ausatemzug in Richtung Bauch und Beckenraum zu schicken. Je tiefer deine Atmung kommt, je mehr deine Atmung in den Beckenboden wandert, umso besser kann er sich weiten. Ausatmen und mit dem Einatmen richtest du deine Wirbelsäule ganz bewusst auf. Und dann halte hier und atme ganz ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Wenn du ein bisschen weiter gehen möchtest, dann kannst du dich etwas nach vorne beugen, aber halte den Rücken gerade. Übe niemals zu viel Zug aus, sondern übe ganz sanft. Ganz sanft, ganz entspannt. Noch zwei Atemzüge. Und dann komm wieder nach oben. Bleib hier, atme ein, heb die Arme lang über vorne nach oben an und zieh die Fingerspitzen weit nach oben. Hier wollen wir wirklich den Brustkorb dehnen und Raum und Platz für die Atmung schaffen, weil die Organe, je größer der Bauch wird, desto mehr drücken ja die Organe nach oben und deswegen stellst du dann wahrscheinlich fest, dass du Atmungsschwierigkeiten hast und hier wollen wir ein bisschen mehr Raum und Platz für die Atmung schaffen. Atme hier tief ein und ausatmen, beug dich leicht nach vorne, ganz leicht, so dass du auf gar keinen Fall eine Bauchspannung bekommst. Atme ein und ausatmen. Einatmen und aus. Noch zweimal. Ein und aus. Und dann langsam lösen. Stell dein rechtes Bein auf. Ich mache es weiterhin spiegelverkehrt. Das linke Bein ist angewinkelt. Und dann leg die rechte Hand auf dein rechtes Knie drauf. Einatmen, öffne dich nach links und heb dein Brustkorb wieder weit nach vorne oben an. Ausatmen und rüberziehen. Achte darauf, dass du die Bewegung nur in der Brustwirbelsäule geschehen lässt, nicht im Bauchraum. Der Bauch sollte wirklich ganz ruhig bleiben und die Hauptbewegung passiert nur in der Brustwirbelsäule. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Noch einmal. Einatmen und ausatmen. Und dann halten wir hier.
Und wenn du das Gefühl hast, die Hand wird ein wenig taub, dann pumpe sie. Ja, einfach ein wenig pumpen. Und dann langsam lösen. Die Beine bleiben. Bring die Handflächen an deinen Hinterkopf. Atme ein, ausatmen, dreh dich ganz sanft nach links auf. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, ganz sanft nach rechts. Einatmen und ausatmen. Ein und aus. Noch einmal nach rechts und nach links. Und dann langsam lösen. Okay, dann stell dein linkes Bein auf. Bleibe in dieser Position. Jetzt sind wir hier wieder in einer öffnenden Position. Wie du merkst, mache ich viele Übungen, die eher öffnend sind, weil wir dadurch einen Dammriss vermeiden können bei der Geburt, wenn wir hier wirklich während der Yoga-Praxis eine gute Beckenöffnung bekommen. Allerdings geht es nicht darum, dass du zu weit öffnest, weil das könnte wieder Spannungen im unteren Rücken geben, also im Iliosakralgelenk. Und das Iliosakralgelenk wird ja auch in der Schwangerschaft belastet und du spürst mit der Zeit, es zwickt im unteren Rücken. Daher bitte nicht zu weit öffnen, weil du hinten das Gelenk wieder zumachst. Also wähl immer eine Öffnung, wo du das Gefühl hast, das Gelenk ist noch geöffnet hinten, aber gleichzeitig bekommst du die nötige Dehnung hier im Beckenraum. Die Ellbogen sind innen angelegt. Presst die Handflächen zusammen und heb deinen Brustkorb weit nach vorne oben an. Und dann lässt du deine Ausatmung wieder ganz bewusst in Richtung Beckenraum fließen. Du kannst gerne zwischendurch deine Augen schließen, wenn du möchtest. Noch 4 Atemzüge. Versuche mit jedem Einatmen zu wachsen. Jeder Ausatemzug wandert in Richtung Beckenraum. Und dann langsam die Augen öffnen und lösen. Wir wechseln die Seite. Winkel dein rechtes Bein an. Das linke Bein bleibt aufgestellt. Bring deine linke Hand auf dein Knie, heb deinen Brustkorb weit nach oben an und öffne dich. Atme ein und ausatmen. Und einatmen, zieh die Schulterblätter näher zueinander, schaff dir ganz viel Raum und Platz für deine Atmung. Und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Und ein und aus. Und noch einmal ein, noch einmal aus. Und dann halten wir. Auch hier gerne die Hand pumpen, wenn du das Gefühl hast, die wird taub. Und dann versuche hier ganz bewusst in der Haltung zu wachsen. Heb deinen Brustkorb weit nach vorne oben an, zieh die Schulterblätter näher zueinander. Noch 2 Atemzüge. Und dann langsam lösen. Dann bring die Handflächen an deinen Hinterkopf. Heb deinen Brustkorb, dein Brustbein weit nach oben zur Decke an. Atme ein, ausatmen. Dreh dich ganz sanft, nur in der Brustwirbelsäule, nach rechts auf. Einatmen zur Mitte, dann nach links. Denk dran, den Bauchraum wirklich in Ruhe zu lassen. Der Bauch bleibt vorne. Und ausatmen. Und ein. Und aus. Und auch für all die Mamas, die noch keinen Bauch haben, gilt genau dasselbe. Nur in der Brustwirbelsäule arbeiten, nicht im Bauchraum. Ein letztes Mal.
Und dann langsam lösen. Gut, dann kommen wir zur letzten Übung. Streck dein rechtes Bein aus. Winkel dein linkes Bein an. Lass es ruhig etwas aufgestellt. Bring den linken Arm innen an dein linkes Bein. Greif dein Fußgelenk. Flex den rechten Fuß. Schieb deine Ferse weit nach vorne. Atme ein, heb deinen Brustkorb nach oben an und einatmen. Arm nach oben, ausatmen, nach hinten kreisen und abstützen. Bleib hier, auch hier wieder nur die Brustwirbelsäule. Nur die Brustwirbelsäule drehen. Noch 4 Atemzüge halten. Und versuche immer wieder ganz bewusst in der Haltung zu wachsen. Stell dir vor, deine Wirbelsäule zieht ganz lang auseinander. Wieder lösen. Einmal eine öffnende Übung zwischendurch. Bring die Handflächen wieder zusammen. Atme ein, wachse nach oben. Zwei Atemzüge. Und dann Seite wechseln. Streck dein linkes Bein aus, flex deinen linken Fuß, schieb deine Ferse weg von dir. Bring den Arm nach innen, greif dein Fußgelenk, atme ein, heb deinen Arm lang über vorne nach oben an, kreis den Arm nach hinten, zieh die Schulter nach hinten unten und stütz dich ab. Richte deine Wirbelsäule auf. Und dreh dich ganz leicht und ganz sanft nach links auf. Versuche dich auf deine Atmung zu konzentrieren. Noch 4 Atemzüge. Zieh noch einmal ganz bewusst die Schulterblätter hinten näher zueinander. Dann langsam lösen. Stell deine Beine auf, also beide Beine aufgestellt. Atme ein, ausatmen, roll dein Becken ein, schieb deinen Rücken nach hinten raus und einatmen, wachsen, ausatmen und einatmen. Noch 2-mal ausatmen. Und ein letztes Mal ausatmen und einatmen. Dann langsam lösen. Dann setz dich zurück in den Schneidersitz. Wenn es nicht geht, wenn du Probleme mit dem Schambein hast, dann kannst du ja, dich einfach höher setzen zum Beispiel. Du kannst auch gerne die Beine weiter geöffnet lassen oder dich auch in den Fersensitz setzen, so wie es für dich bequem ist. Dann machen wir zum Schluss eine kleine Atemübung. Schließ dazu deine Augen, richte deine Wirbelsäule auf. Ganz wichtig, immer die Wirbelsäule aufrichten. Die Schultern sind ganz entspannt. Und dann wollen wir gemeinsam zum Schluss noch einmal ganz bewusst die Atmung wieder in Richtung Bauch und Beckenraum schicken. Jedes Mal, wenn du ausatmest, stellst du dir vor, dein Beckenraum weitet sich ganz gleichmäßig. Die Atmung ist ganz wichtig, denn letztendlich ist es die Atmung, die dich bei der Geburt begleiten wird, die die nötige Ruhe gibt. Das kannst du hier in deine Yoga-Einheit üben, dich voll und ganz auf deine Atmung zu konzentrieren. So lenk deine Atmung in den Beckenraum. Löse
Löse die Zunge von deinem Gaumen, falls sie oben ist. Denn wenn du die Zunge oben hast, dann gibst du zu viel Spannung auf den Beckenboden, ist die Zunge unten, ganz locker und entspannt, dann ist der Beckenboden auch mehr geöffnet. Noch 5 Atemzüge. Die Augen öffnen, bring die Handflächen zusammen, atme noch einmal ein und aus. So, das war mein Yoga-Programm für Schwangere. Ja, die Übungen sind wirklich ganz toll geeignet vom ersten Tag, wie gesagt, bis zum letzten Tag. Und wenn du das regelmäßig übst, dann wirst du einfach sehen, dass es dir gut tut. Es ist ja ganz wichtig, dass man in der Schwangerschaft weiterhin ja, aktiv bleibt, aber sich nicht zu überanstrengt. Und diese Übungen, die eignen sich einfach während der ganzen Schwangerschaft, dass es dir gut geht. Und ich hoffe, ja, dir geht's gut. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns vielleicht bald wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.